Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Crusader Kings 3 hier aus die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir haben in der letzten Folge erfolgreich einen Krieg durchgeführt. Ratschutz gegen Komplotte. Oh, da ist irgendwas im Weg, glaube ich, bei mir. Da möchte mich wohl jemand weghaben. Leerer Ratsposten. Da müssen wir auch noch wieder einen hin tun. Ja, das stimmt. So, gut. Das ist wahrscheinlich der Rat, den wir da gekriegt haben. Und dann gucken wir mal, wen haben wir denn da? Wen haben wir denn da? Da haben wir gar keinen guten. Aber wir können uns ja jetzt mal ganz kurz hier umgucken am Hofe. Charakter finden. Wir haben an unserem Hof diplomatische Reichweite innerhalb, außerhalb. Nee. Herrscher, bla bla bla. Geschlecht weiblich. Heiratsstatus unverheiratet. Da haben wir bloß eine. Na gut, okay, da kriegen wir noch keinen mit. So, gut, das ist natürlich schade. Okay, dann müssen wir da jemand anders nehmen. Ich weiß noch nicht, warum das hier so blinkt, wie blöde. Aber es könnte sein, dass von da aus irgendwas gegen mich läuft. Aber, und das ist das Interessante, wir haben die Möglichkeit, ja, vielleicht so ein paar Grafschaften hier noch zu bekommen. Von Graf Wenzel vielleicht, oder Braunschweig. Nee, Braunschweig gehört zu jemand anders. Wer ist das hier? Also da haben wir jetzt hier Halberstadt. Oh, Halberstadt, genau. Halberstadt könnten wir auch noch... Nehmen, das ist die Grafschaft Halberstadt. Also wir könnten uns jetzt hier so ein bisschen ausbreiten. Erstmal müssen wir ganz kurz gucken. Also Pläne habe ich jetzt einige. Wir müssen den Hof durch organisieren. So, und zwar brauche ich doch meinen Rat. Kann erstmal keinen hinzufügen, also nehmen wir den nächstbesten. Das wäre Jürgen, der hat gar keinen Job. So wie es aussieht. Und er möchte ganz gerne, aber er kann halt nichts. Ne? Also das ist natürlich total doof. Den könnte ich da nicht einsetzen. Und Jürgen hat hier bei mir keinen Job. Dann werden wir den erstmal zuweisen. Dann hat er da erstmal einen Job. Den wird er nicht lange haben. Nehme ich ganz stark davon an. Aber gut, das ist was anderes. So, wir sorgen dafür, dass wir jetzt hier in Magdeburg gerade, was wir gerade neu eingenommen haben, die Grafschaft Magdeburg, die jetzt unsere Domäne ist. Wir haben jetzt zwei. Da sorgen wir jetzt für, ja, für Ruhe. Das soll dann hier mehr Kontrolle in der Gemeinde sein. Ne? Da müsste ein bisschen was kommen. Und da ist unser Ratsmarschall Fernando de Ayaco unterwegs. Ich glaube, das ist ein Spanier oder so. Bin mir da gar nicht so sicher. Sardinia. Ah, er kommt von Sardinien. Interessant. Dem fehlt aber eine Frau und er war ja verheiratet mit meiner Mutter. Glaube ich, oder? Nee. Camilla war nicht meine Mutter. Achso, Camilla war so eine, die wir an den Hof geholt haben. Da können wir ja mal gucken. Vielleicht können wir da noch jemanden an den Hof holen, der zur Ausbildung des Kindes gut geeignet ist. Also vielleicht noch eine starke Diplomatin, die sogar noch wunderhübsch ist. Orthodox ist jetzt nicht so doll, aber hier Schwäbisch. 20 Punkte, Clara. Holen wir uns erstmal den Hof. So, da können wir erstmal noch ein bisschen dafür sorgen, dass wir da noch junge Damen wieder am Hofe haben. Und vielleicht können die nachher dann wieder dazu dienen, wenn die jetzt ganz jung sind, dass wir dann später uns wieder Leute für den Ratsposten besorgen können. So, fünf Anliegen haben wir. Wir können Gold noch von unserem Glaubensoberhaupt erbitten. Wird annehmen. Ja, werden wir machen. Das Gold werden wir erstmal erbitten. Im Laufe der Wahltitel und Heiliges Römisches Reich habe ich nichts mehr zu tun. Ihr könnt König Arthorson den Zweiten den Krieg erklären. Sollen wir mal ganz kurz mal gucken, wo ist der? So sitzt der denn? Der klingt ja irgendwie. Ach, das ist ja England. Warum? Ansprüche auf. Ach, ich habe hier die. Ach, da ist irgendwer gestorben, oder? Ich habe jetzt hier auf. Darauf habe ich Ansprüche, okay. Ja, nö, die Ansprüche, die werde ich verfallen lassen, nehme ich mal an. Kann ich meine Ansprüche eigentlich abtreten? Oder kann ich sagen, nö, die möchte ich gar nicht haben? Wodurch habe ich die denn jetzt gekriegt überhaupt? Westbury, da ist gerade irgendwie... War das nicht da? War doch die hier, oder? Oh, fuck, hier. Habe ich da einen Anspruch drauf? Anspruchsteller... Ne, da stehe ich nicht drin. Keine Ahnung. Weiß ich noch nicht. Da muss ich nochmal gucken. So, niedrige Gemeindekontrolle. Ja, das machen wir. Und der mit den Ratsposten, das ist auch klar. So, dann gucken wir nochmal durch hier. Wo hatte ich mich denn hin verheiratet? War das nicht hier hin, wo ich meine Tochter hingeschickt habe? Es war hier irgendwas in England, wo ich meine Tochter hin verschickt habe. Das weiß ich noch. Da müssen wir mal gucken. Was ist das hier?
Oh, da sitzt aber auch, in Hannover sitzt auch ein sehr, sehr... Aber gut, er ist gut verbunden mit dem Grafen von hier. Dem Einäugigen, ja, der ist momentan gerade in Ungnade. Hier ist ja gerade noch ein riesen Krieg in Gange, den er anscheinend gewinnen kann. Der Kreuzzug ist in Gange. Komplott haben wir noch. Gut, da haben wir auch einen. Der Schleswiger Ausbruch. Anspruch auf Grafschaft Lübeck. Was ist da los? Wer kämpft da gegeneinander? Oh, da kämpfen ja ziemlich die Verteidiger und Angreifer. Okay. Okay, das sieht fürchterlich aus. Deswegen, was alles für Kriege hier gerade im Gange sind. Immer interessant ist, dass jede dieser Aktionen immer so ein bisschen Bewegung auf dem Feld ist. Also das ist dann immer, da geht immer die Zeit einen Tick weiter. Und ich weiß nicht, was das, warum das hier so blinkt. Das muss irgendeinen Grund haben, warum das hier so blinkt. Verstehe ich noch nicht. Aber Kontrolle hat er, ne, es geht einigermaßen, ne? Graf Wenzel. So, Ehepartner ist Gräfin. Wer ist hier der Nachkomme? Katharina von Lothringen, Höfling von Graf Wenzel. Aha, aha, aha. Graf Wenzel ist wie alt? Selber 19. Okay, der ist gerade an die Macht gekommen. Aber warum hat er so eine alte Frau? Komisch hier. Okay, da ist irgendwas ganz Komisches passiert. Die hat aber einen Ehepartner. Marquardt von Epstein. Bastian Eppenstein. Naja, egal. So, eigentlich wollte ich mal gucken, ganz kurz hier. Das Grafschaft Magdeburg gehört de jure zum Titel Anhalt. Und Anhalt wäre quasi dieses hier. Um diesen Titel zu schaffen, den gibt es gerade nicht, glaube ich. Ne? Anspruchsteller, also gibt es drei. Durchgesetzter, Durchsetzer und Folgeanspruch. Doch, den gibt es. Haus Billung hat den Titel gerade. Also das Herzogtum Anhalt gibt es gerade. Da müssten wir nochmal gucken. Herzogtum Anhalt sitzt hier. Derzeitiger Träger ist er. Ah, okay. Okay, okay, okay. Westfalen sitzt hier. Da ist auch er der derzeitige Träger. Okay, also dann hat, da kann ich jetzt nichts machen weiter. Na gut, okay. Aber wenn wir hier sozusagen die ganze Grafschaften dort denn haben. 1, 2, 3, 4 sind es ja noch. Wird knapp, die können wir dann aber alle halten, theoretisch. Also wir könnten uns jetzt relativ groß machen und könnten dann vielleicht eventuell das Herzogtum ausrufen. Und hätten dann aber erstmal einen kleinen Krieg gewonnen. Na gut, okay. So, dann gucken wir erstmal hier, Baronie von Dessau. Da braucht man nicht anfangen, irgendwas zu machen. Hier unten Grafschaft Merseburg, das wäre noch was. Ich würde gerne lieber eine angrenzende nehmen. Also hier diese wäre vielleicht eventuell wirklich noch was für mich. Er hat auch nicht so wirklich Verbündete. Hat aber Anspruch auf jede Menge Titel hier. Interessant, wo der so überall rum ansprucht. Grafschaft Halberstadt und dort. Der Haupterbe ist... Der Sohn dort, der andere ist schon tot. Wo ist der? Der starb beim Jagdunfall. Oh, das ist aber ungünstig. Und seine Gräfin ist blind anscheinend. Ah ja, die ist blind, okay. Er selber ist ziemlich alt und sein Haupterbe ist ziemlich jung. Habe ich da vielleicht hier unsere Anne von Gruning? Das ist ja meine Tochter, ne? Ah ja, wird er nicht annehmen? Okay, das will er nicht. Naja, gut, ja. So, na gut. Aber da könnte man theoretisch auch noch wen reinverheiraten. Beziehungsweise eigentlich könnten wir jetzt hier auch nochmal... Der hat ja gar nicht so viel Militär. Wenn ich da jetzt mal sowas fingiere oder so, könnte man da was machen. Aber gut, wir müssen erstmal unsere eigene Ruhe wiederherstellen. Seid gegrüßt, Graf Herbert von Stendal. Ich habe eure Notlage bedacht und entschieden, euer Ansinnen stattzugeben. Mögen diese Mittel euch helfen, den wahren Glauben in eurer Länderei zu verbreiten. So, jetzt habe ich 100 Taler gekriegt, verlor 20 Meinung bei ihm und habe 250 Frömmigkeit eingesetzt, aber da haben wir ja noch 36 davon. Das passt. So, gut, das ist doch schon mal nicht schlecht. Heißt also, im Groben und Ganzen habe ich schon wieder ein bisschen mehr Kohle und mit dem mehr Kohle kann ich nämlich hier noch wieder was machen. Und hier gucken wir mal. Jagdrevier würde ich nicht unbedingt nehmen. Verteidigungsvorteil plus 2. Oh, klingt gar nicht, eigentlich gar nicht schlecht. Aber ich wäre hier auch für Höfe und Felder, dass wir diese wirtschaftliche gut in Gang bringen. Das wollen wir hier mal errichten. So. 21 Monate verbleibt. Das dauert mir jetzt ein bisschen zu lange. Da würde ich sagen, hier du, mach mal da weiter. Jo. Dann ist hier der Bau nämlich wesentlich schneller fertig. Bleibt nur noch 10 Monate. Sehr gut. So, in Stendal baue ich nämlich gerade nichts. Das kann er dann nämlich da machen. Und dann ist das ziemlich schnell fertig. Dann kriegen wir da schneller mehr Steuern.
An dem den empfindsamen Herbert. Allzu gern nehme ich die vorgeschlagene Heirat an. Empfindsamer Herbert. Was? Gnädigerweise gehe ich mit eurem Höfling Fionnan und den Heiligen Bund der Ehe ein. Möge unser Land und viele Kinder schenken. Lara von Harrenberg. Ach, Berg. Oh, okay. Aber Clara am Hof. Das ist zumindest also für so eine Ausbildung für ein Kind gar nicht mal so schlecht. So. Okay. Das heißt, Magdeburg wird gebaut. Das sollte dann steuerlich natürlich dann irgendwann Vorteile bringen für uns. Und dann können wir hier natürlich noch bauen. Und hier natürlich. Oh, das ist schon eine Stadtstufe 2. Sehr gut. Oh, das ist sehr gut. Das ist ja noch Stadtstufe 1. Das bringt ja. Oh ja. Sehr, sehr gut. Und wie ist das hier mit dem Bistum? Tempel ist auch Stufe 1. Wie gut bist du mir? Ist das der gleiche? Das ist der gleiche, dem das gehört. Und. Zwei Titel. Ah ja, okay. Und der ist bei mir am Hofe. Und der ist mir gut gelaunt. Das ist doch schon mal gut. Dann kriege ich ja von der Kirche schon mal gut Geld. Ja, 0,7. Hm, sehr gut. Das läuft doch schon mal wie ein Länderspiel. So, wie sieht jetzt sein Krieg aus hier? Ah, er bekriegt sich. Ach, dass die blinken deswegen so wild. Weil die hier aufmüpfig sind gegen unseren Fürsten. Mecklenburg, Masuren. Oh, Masuren ist aber ordentlich auseinandergefallen. Da ist ordentlich Krieg in. Ach nee, da hinten liegt noch Masuren, okay. Ungarn ist ziemlich groß hier. Also da ist auch. Oh, da ist auch Krieg drin im Land. Also hier ist. Inländischer Krieg wird also so dargestellt. Okay. So. Ratsmarschall beeindruckt Versailles. Bürgermeister Geldern gewann 5 Jahre. 30 Meinung von euch, ihr. Respektvoller Umgang. Ihr habt 75. Krönchen erhalten. Sehr schön. Krönchen erhalten ist immer gut. Die ausgezeichneten Kriegsführungswerte eures Marschalls haben dafür geführt. Lude haben wir nicht beeinflusst, aber das hat man schon gesehen. Ich muss jetzt da wieder draufklicken. Ich muss ja nicht mal einstellen. So. Sehr schön. Gut. Wir sind ja noch relativ jung mit 38 und haben zumindest schon mal den ersten Krieg erfolgreich in der Armee engagierter Ehepartner. Ah, okay. Und Schlammbart. Also, das haben wir auch noch eine Weile. Da können wir demnächst vielleicht eventuell mal gucken, ob wir nicht vielleicht nochmal ein großes Essen veranstalten können. Hm, fast noch veranstalten, das geht sogar. Ach nee, geht das? Ach nee, doch geht. Kosten 50. Ich würde sagen, dann veranstalten wir nochmal ein Festmahl, um noch ein bisschen mehr die Bande der Leute untereinander zu festigen. Und vielleicht bringt uns das in den Krieg gerufen. Jetzt wird's aber. Jetzt wird's interessant. Da müssen wir mal gucken, was das ist. Festmahl bei Geselling beisammen sein. Die Gäste sind in ihrer großen Halle versammelt. Edelleute von nah und fern. Die Stimmung ist prächtig und alles in guter Laune, als das Festmahl beginnt. Na dann. Auf geht's. So, was haben wir denn hier Schönes? Feinde, Prinz von Grusemit und sowas und Pause. Eine lobenswerte Leistung. Als das Fest mal im vollen Gange ist und unsere Gäste freudig essen und trinken, tritt Bürgermeister Gelder an Tiburge und mich heran. Die wir an der großen Tafel sitzen. Welch grandioses Festmahl, ein Kompliment an den Gastgeber. Das war alleine die Leistung von meiner Frau. Haushaltsbemühungen. Direkt über Seilmann plus 5, Höflinge und Gastmeinung plus 10. Das klingt gut. Nö. Dann nehmen wir das untere. Da werden wir unserer Frau das durchaus zusprechen. Ich denke, wenn ich das ablehne, setze ich 5 Minuten ein. Wer ist denn das hier überhaupt? Wieso habe ich mit denen ein Bündnis? Da meine Tochter hin verheiratet? Keine Ahnung. Ablehnen. So. Ruhmstufe verloren. Wir sind nicht mehr hervorgetan. Okay. Oh, es kommt zur Katastrophe. Entschuldigt der Wein. Wir haben das nächste Fass geöffnet und er ist schlecht. Ihr gesamte Wein ist schlecht. Das Festmahl ist noch voll im Gange und ohne etwas zu trinken wird die Stimmung grausam schnell umschlagen. Ja, jetzt habe ich nicht das nötige Kleingeld. Das ist natürlich auch schade. Oh, die Ruhmstufe. Schade, wir waren schon mal weiter. Naja, gut, okay. Ach, vielleicht gibt es am Ende nochmal 150 Punkte, wenn das Festmahl gelungen ist oder so. Aber wir haben ja 911. Warum brauche ich denn jetzt so viel für den hervorgetan?
Na gut, okay. So, dann neben mir wird geboxt, wird sich bekriegt. Das soll nicht weiter schlimm sein. Ah, das bekriegen sich jetzt hier die Soldaten miteinander. Aber Soldaten, das ist ja so ein Volksdings, ne? Können überhaupt beim Militär mal gucken. Mein Armeeunterhalt oder volle Unterhalt, wenn ich es raushole, 1,14, ansonsten 0,3 im Monat bei Nicht-Aushebung. Also da müssen wir dann auch nochmal gucken, dass wir die dann, da haben wir dann nochmal 100 starke Männer extra in der Armee. Ist ja quasi sowas wie Wehrpflicht. Ein Verwaltungsvorzug ist verfügbar. Als meine Gäste gehen, als alle nach Hause gehen, kann ich mit Stolz sagen, das Festmahl war ein Erfolg. Dieses Festmahl konnte nur stattfinden, weil meine Gemahlin so viel Einsatz zeigte. Und als sie die letzten Gäste verabschiedet bekommen, überkommt mich ein Gefühl der Dankbarkeit. Bis zum nächsten Mal, wir erhalten 150, 10 Jahre, 20 Meinungen. Sehr schön, und dann sind wir wieder hervorgetan. Okay. Hängt das mit der Reichsgröße zusammen? Also wenn ich zwei Domänen habe, muss ich mehr Punkte haben? Hm? Könnte sein, man weiß es nicht. So, und dann haben wir noch einen Vorzug, den wir vergeben können. Und da bin ich natürlich auch hier sehr, sehr angetan, dass ich die Domänenschwelle damit nochmal erhöhen kann. Auch wenn ich das jetzt noch nicht brauche. Aber das ist ja schon mal gut. So. Ruhmstufe erhalten. Okay, wir sind weiterhin bekannt. Sehr gut. Das ist schon mal gut. Also das Bündnisbrechen kostet uns eine Ruhmstufe, beziehungsweise keine Ahnung, was da... Naja, gut, wie sich das berechnet. Aber das werden wir auch noch herausfinden, denke ich mir mal. So, der Bau hier müsste ja fast fertig sein, oder? Wie lange dauert es noch? 5 Monate dauert es noch? Okay. Geld haben wir jetzt erst 40 wieder, aber das mehrt sich jetzt langsam. Magdeburg steuern ist natürlich noch nicht so doll. Liegt aber daran, dass es hier wirklich noch die Kontrolle nicht die beste ist, aber das wird ja jetzt demnächst sich ändern. So, hier oben kommt es zu einer großen Schlacht zwischen dem Kaiser und dem Herzog von Schleswig in der Nähe von Itzehoe. Und diese Schlacht geht aber, sag ich mal, nicht gut aus. Oh, meine Gräfin ist schon wieder schwanger. Na toll, wer war das denn wieder? Mann, 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 Mann. Ist das noch so einem Festmahl? Ist das immer kritisch, ne? Warum sie denn jetzt schwanger wäre? So, einsiedlerisch. Oh, da hat sie aber negative Eigenschaften gekriegt. Familienmörder. Was ist da los? Enge Verwandtschaft minus 10, Dynastie minus 10. Die Burg ist dafür bekannt, einen engen Verwandten getötet zu haben. Mörder. Was? Was hat sie getan? Stratege, wohl gestaltet, aber was hat sie getan? Schwanger. Wen hat sie getötet? Ich habe sie doch auf niemanden zugelassen. Weiß auch noch nicht, was das... Hat sie da vielleicht doch in England nachgeholfen? Jetzt gelandet. Herzogtum Ost. Anlehen. Wir haben ja hier mit irgendwem. Irgendwo muss ja meine Tochter hin verheiratet worden sein. Warte mal, ich kann doch mal gucken. Oder verlobt oder sowas? Meine Tochter ist ja erwachsen, ne? Warte mal, wir müssen mal gucken hier. Mein Haus angucken. Die Tochter, wo ist sie denn? Sie ist verheiratet. Ah ja. Mit dem Tübi und der ist erbberechtigt für die beiden. Ah, okay. Da steht aber noch die Mutter. Ah, die hat mich ja gefragt. Ah ja, okay, jetzt weiß ich wieder. Hängt doch mit meiner Tochter Jude zusammen, dass ich die dahin verheiratet habe. Alles klar, okay, gut. Gut, 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 gut. Ist ja nicht mal das schlimm. Hier reisen wieder Truppen durch, das ist natürlich auch nicht schön. Meine Volksmannung ist sehr hoch. Beliebte Galionsfigur, Volksmannung plus 50. Wo habe ich das hergekriegt? Macht ja nichts, das ist hier auch, das ist hier auch. Oh, sehr schön. Ein Angriffskrieg haben wir geführt, bringt minus 2, aber das sollte sich ja demnächst wieder ändern. Wir haben ihn ja gewonnen. Zusätzlich Leibangel, großes Aufgebot um 33% gestiegen, okay. Mein fachkundiger Ratskanzler. Mein Ratskanzler Bürgermeister Geldern hat sich als höchstfähig erwiesen, insbesondere bei Angelegenheiten diplomatischer Natur. Es gibt da ein Projekt, die ich für die Grafschaft von Magdeburg gerne unternehmen würde, mit eurem Einverständnis. Grafschaft Magdeburg erhält 5 Jahre lang ehemütig Zuwachs. Ermutigte Verbesserungen, okay. Na gut.
Kostet mich zwar 75 Krönchen, aber ich bin immer noch illustriert oder beziehungsweise hervorgetan. Weil der Verlust dann Kronen anscheinend für die gute Sache war oder sowas. Die sind immer noch aufhüppig hier, also da können wir immer noch ein bisschen was gegen machen. So, wie sieht's hier aus mit dem Herrscher? Ja, ganz gut. Das wäre natürlich auch eine große Grafschaft, die wir hier kriegen. Vor allem kriegen wir hier zwei Burgen. Baronie. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Von Blankenburg und von Halberstadt. Und hier hinten, na gut, da müssen wir irgendwas wahrscheinlich wieder bauen. Das Besitztum errichten kann ich da ja nicht. Aber da müssen wir wahrscheinlich erstmal eine Stadt nochmal bauen und ähnliches, weil das muss ja, glaube ich, immer gleichmäßig vorhanden sein. Naja, das könnte noch interessant werden, wenn man irgendwann keine mehr hat, die man da nehmen kann. Aber wir haben schon, unser Einflussgebiet ist schon relativ groß, muss ich sagen. Also haben wir schon ordentlich was geschafft. Gut, also, dann lassen wir die Zeit ein bisschen vorlaufen wieder. Hier schleicht so ein einzelner Ritter durch die Gegend. Hier oben sind jede Menge Soldaten unterwegs. Hier wird was belagert, entsetzt. Jetzt kommen da Truppen wieder hin. Also hier ist ordentlich Krieg im Gange momentan in unseren Landen. Das gefällt mir persönlich gar nicht, weil immer wenn Krieg ist, kann es nämlich jederzeit passieren, dass auch meine Domäne dann irgendwann mal besetzt ist. Und das bringt immer wieder so viel Unruhe rein und das ist nicht so gut. Deswegen bin ich eigentlich eher daran interessiert, so wenig Kriege wie möglich am Laufen zu haben. Und am besten auch noch, dass ich in so wenig Kriegen wie möglich mit drin stecke. Das wäre am schönsten. Es sei denn, es ist ein Krieg, den ich einfach nur gewinnen kann. Dann machen wir das. Gut, alles klar. Das ist was anderes. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss.